Hallo, herzlich willkommen zu Afrika Outlook. Wenn Sie Deutschland mit einer Farbe beschreiben würden, welche wäre das? Schwarz, Rot, Gold oder doch bunt? Deutschland ist vielfältig, Deutschland ist farbenfroh, facettenreich und eine dieser Facetten wollen wir heute etwas näher beleuchten. Wir haben drei Gäste eingeladen, drei junge Frauen, die eines gemeinsam haben oder die einiges gemeinsam haben. Alle drei sind hier in Deutschland aufgewachsen, alle drei haben auch afrikanische Wurzeln und alle drei starten jetzt gerade ins Leben. Sie sind mit der Schule fertig und mein Thema heute ist Lebensstile, Lebenswünsche zwischen Schwarz und Weiß. Seien Sie gespannt. Ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen und ich begrüße zuallererst Regine. Guidi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Richtig. Deine Eltern kommen aus Togo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bei Afrika Outlook. Petra Görner, mhm, ist mein zweiter Gast. Deine Eltern kommen beide aus Ghana. Richtig. Und mein dritter Gast, Love Amankwa. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Schon, ne? Also ich werde immer besser mit den Namen. Auch deine Eltern kommen aus Ghana. Ich habe ja schon gesagt, ihr alle drei seid hier geboren in Deutschland. Was würdet ihr sagen? Wo ist Heimat? Ist das wirklich nur in Deutschland oder hat man eine Verwurzelung auch in die Heimat der Eltern? Wie ist das für dich, Regine? Also ich bin tatsächlich noch in Togo geboren und hier aber komplett aufgewachsen. Für mich bedeutet Heimat, es ist einfach der Ort, wo man weiß, dass man zu Hause hat, einen Bezugspunkt hat, wo man sich auskennt, wo die Familie ist. Und da ich mit meinen Eltern zu Hause auf ewig spreche, habe ich natürlich, es ist für mich so, dass beides einfach meine Heimat ist, Deutschland. Ja, an der Kultur Togo, dran, durch, genau, die Sprache allein ja schon heißt das. Ne? Bist du denn regelmäßig in Togo? Ja, ich wünschte, ich wäre, aber es ist leider sehr teuer, die Flugkosten. Das letzte Mal war ich 2010 da, glaube ich. Und das war immer so. Bist du denn da mittendrin? Ist das so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt mittendrin in der Gesellschaft oder bist du wirklich nur Besucher? Ich würde eher Besucher sagen, weil das ist schon, es fällt schon auf. Also es fällt denen ja auch auf, dass man jetzt nicht wirklich da aufgewachsen ist und meine Sprache ist jetzt auch nicht perfekt. Also das man merkt den auch deutschen raus. Akzent dann wahrscheinlich doch, ne? So, ich hoffe. Ja, wahrscheinlich. Und wie ist das bei euch denn? Seid ihr beide, da sind beide Elternteile jeweils aus Ghana. Habt ihr so diesen Draht nach Ghana noch? Seid ihr da regelmäßig? Also, darf ich? Ja. Also ich bin schon regelmäßig in Ghana. Ich war bis jetzt, ich glaube, 4-mal insgesamt in Ghana. Und ich finde, immer wenn ich hingehe, habe ich so ein schönes Gefühl einfach, weil ich mich dort auch wohlfühle und dort auch meine Familie ist, also ein Teil meiner Familie. Sprichst und du denn eine ghanaische Sprache? Ja. Fanti oder? Chi heißt meine Sprache, okay, genau. Deshalb, ich fühle mich zwar hier auch heimisch, so wie Regine schon erwähnt hat, weil ich mich sicher fühle hier mit meiner Familie, weil ich hier aufgewachsen bin, hier Freunde habe und so weiter. Und ich finde, Heimat ist auch ein Begriff, was halt sehr, sehr stark mit Wohlfühlen halt in Verbindung ist. Mit Freunden und Familie, ne? Genau, da, wo richtig man dann auch seine Wurzeln schlägt letztendlich. Genau. Ne? Bloß den Vorteil, den wir ja alle haben, ja, das ist der Vorteil, den wir alle haben, das ist ja der, dass man zwei oder mehrere Heimaten haben könnte oder so eine Verwurzelung, die sonst vielleicht auch gar nicht möglich ist, ne? Dass die stattfinden könnte. Wie sieht das bei dir aus? Sprichst du eine ghanaische Sprache? Ja, also ich spreche auch Chi. Und bei mir ist das schon länger her, aber ich war insgesamt schon 8-mal dort. Und ich fühle mich da wohl, aber nicht wirklich. Also ich weiß nicht, manchmal könnte ich sagen, ich fühle mich heimisch, aber dann geben sie dir halt das Gefühl, also die wissen ja, dass du halt nicht daher kommst sozusagen. Und dann geben sie dir halt auch das Gefühl. Und dann ist das halt auch manchmal wie hier in Deutschland, dass man halt dann auch auffällt. Und sobald man auffällt, ist das ja, also sobald man in Anführungsstrichen anders ist, ist man ja nicht wirklich, ja. Ja, du wirst darauf gestoßen, dass du doch anders bist und dadurch beschäftigst du dich ja oft erst. Genau. Ne? Es ist ja oft nicht so ein, also ich für mich würde mich jetzt gar nicht damit befassen, aber weil es eventuell von außen kommt, ja, wird das doch ein Thema in irgendeiner Form. Ne? Ja, ich wollte nur sagen, das ist halt so auch so ein Identitätskonflikt, was viele aus der zweiten Generation vor allem haben, wir jetzt. Weil man ist hier, aber man, also wenn Deutsche sagen, ja, du bist Afrikaner, dann bist du in Afrika und die sagen alle, du bist Deutsche. Und das ist so,
Aber empfindest du das denn als Identitätskonflikt? Also man kann es ja aus unterschiedlichen Richtungen sehen. Es ist jeder anders. Also viele sagen, ich bin Afrikanerin, also brauchst mich gar nicht Deutsche nennen. Und ich finde aber, man sollte zwei, also es ist ganz natürlich, dass man das beides hat und man sollte lernen, mit den beiden irgendwie auch so umzugehen. Ja, und das vielleicht auch als Reichtum begreifen. Ne? Also das, was so... Also das habe ich zum Beispiel gelernt. Ich hatte ganz lange nichts so mit meinen afrikanischen Wurzeln zu tun, aber ich empfinde das mittlerweile als so immensen Reichtum und bin auch einfach stolz darauf. Man kann eigentlich auf eine Identität oder auf so eine Herkunft nicht stolz sein. Das ist ein bisschen komisch. Aber für mich ist es mittlerweile schon so, dass ich denke, boah, wie cool, du hast irgendwie Zugang zu dem und zu dem. Ja, so, auch das Äußere öffnet ja schon Türen in bestimmte kulturelle Zusammenhänge. Das ist ja einfach so. Ne? Also wenn du jemandem ähnlich siehst, dann ist er dir eventuell auch offener gegenüber oder näher gegenüber. Apropos, man wird darauf gestoßen, dass man anders ist. Passiert euch das in Deutschland denn, dass das von außen kommt, dass man merkt, okay, die nehme ich jetzt wirklich als Afrikanerin wahr, aber so fühle ich mich eigentlich ja nicht ganz und gar. Ne? Ich meine, ihr seid hier aufgewachsen, genau wie ich auch. Ich würde mich jetzt nicht als, ich würde jetzt nie sagen, ich bin Afrikanerin. Ich bin auch Afrikanerin, ja, aber ich bin auch Deutsche und ich bin noch ganz viel anderes. Wie ist das bei dir zum Beispiel? Wirst du da von außen oft drauf gestoßen oder ist das gar kein Thema? Bei mir ist es eigentlich nicht so oft ein Thema. Nur was mir oft aufgefallen ist, dass wenn ich mit jemandem das erste Mal spreche, dann sagen die mir, du kannst ja ganz gut Deutsch für eine Afrikanerin. Das kennen wir, glaube ich, alle, und, oder? So. Da denke ich mir so, okay, erstmal danke, aber ja, ich bin hier aufgewachsen. Natürlich spreche ich die Sprache dann auch perfekt, ne, wenn man hier aufgewachsen ist. Und das hat mich schon ein bisschen getroffen, so, wo ich gemerkt habe, okay, die sehen mich echt wirklich anders einfach. Das sind dann Klischees, ne, die man über das deutsche Äußere hat. Ja, das stimmt ja mittlerweile überhaupt nicht mehr überein. Es wird sich noch mehr mischen. Die Gesellschaft mischt sich ja jetzt noch mal vielfältiger. Also es stimmt dann irgendwann überhaupt nicht mehr überein. Mit was für Vorurteilen werdet ihr konfrontiert? Oder werdet ihr überhaupt mit Vorurteilen konfrontiert? Du vielleicht. Ja, also das, was mich stört, ist zum Beispiel, wenn jemand dann auf mich zukommt und dann sagt, wo kommen Sie denn her? Also anstatt irgendwie zu fragen, ja, wo liegen denn wo liegen denn Ihre Wurzeln oder sowas? Halt, ich sag dann meistens immer. Das stört dich wirklich, würdest du sagen, dass du denkst, oh, das nervt mich einfach und ja, lass das klar, mal. Ja, klar, weil in erster Linie fühlt man sich ja deutsch, ne? Wenn man hier aufgewachsen ist und wäre ich nie da gewesen, dann wüsste ich ja gar nichts von der Kultur dort so also, richtig. Also du meinst, es ist einfach so ein Klischee, ganz klar in eine Richtung gehend. Du siehst so und so aus, dann kommst du da und daher. Und das will man dann nicht. Ne? Ja. Ich persönlich habe gelernt, dass ich sehe es mittlerweile anders. Ich sehe es als Neugier an. Das ist ein bisschen plump, finde ich. Ich wäre so nicht. Ich würde das auch nicht so machen. Aber ich glaube, dass da auch oft irgendwas anderes hintersteckt als nur diese Kategorisierung. Ja, so dieses, ne? Einfach eins zu eins Klischee übersetzen. Das kann man, also ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, das nicht immer in eine bestimmte Richtung zu übersetzen. Weil ich glaube, viele sind wirklich auch schon unvoreingenommen neugierig. Die wollen einfach wissen, wer ist das? Wo kommt die her? Ja, so. Ich kenne das ja genauso. Ich werde auch genauso gefragt, natürlich. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Cuxhaven, dann finden wir es auch erstmal komisch. Ne? Hat man denn als schwarze Frau in Deutschland auch Vorteile, würdet ihr das sagen? Gibt es da Dinge, da hat man es eigentlich ziemlich gut und sogar vielleicht besser als weiße Frauen? Oder gibt es da gar nichts? Das kommt darauf an, in welchen Bereich man gehen möchte. Das ist interessant. Jetzt, also gerade jetzt, wie du gesagt hast, vermischt sich das mehr. Und es werden auch Leute gesucht, jetzt so an Posten, wo man mehr halt die Vielfalt sieht oder so repräsentativ auch solche Berufe, so mit Kultur und all sowas, ich glaube. Du meinst gerade jetzt, also da ist ganz, also Migrationsthemen, dass die on top sind, ja, gerade jetzt. Wird es zum Vorteil, würdest du sagen? Ja, wie seht ihr das? Ich genauso. Schon, sehen, ne? Ja. Da seid ihr ja oder sind wir alle umso mehr gefragt, eventuell, weil wir auch bestimmte Erfahrungen haben, ja, die andere jetzt machen, die ankommen und aber anders natürlich sozialisiert und Teil der Gesellschaft sind. Ne? Also von daher ist das einfach auch eine Chance, ja, in eine bestimmte Richtung zu starten, von jetzt an. Ich hatte ja gerade gefragt,
werdet ihr darauf gestoßen, dass die Hautfarbe eben ein wunderschönes Braun ist und kein wunderschönes Weiß. Ist das so bei euch? Wie ist das zum Beispiel bei so Beauty-Geschichten? Also wenn ich früher zum, was weiß ich, Kosmetikladen gegangen bin, ja, Butni, ich darf die alle jetzt nicht nennen, aber so, dann war das so, dann gab es meine Farbe nicht. Das ist jetzt anders. Wie ist es bei euch? Also jetzt mit Make-up-Geschichten habe ich nicht wirklich Probleme, zum Glück, weil ich mich ganz, ganz selten schminke. Ja, das ist gut, dann hast du das Thema. Das ist mehr so Shampoo oder sowas, weil unsere Haare haben gerne eine ganz andere Struktur. Genau. Und bei Deutschen ist das in normalen Läden so? Einfach, also nein, ist das also regulär? Überhaupt nicht, weil normales Shampoo, das trocknet so sehr aus und dann muss man immer gucken, wo man sich seine Sachen herkriegt, weil unsere werden halt nicht so fettig und dann ist das immer so eine, genau. Ja, aber wie macht ihr das denn? Also wie habt ihr euch informiert? Jede Frau weiß ja, ob schwarz oder weiß, ja, die muss so ein bisschen was über ihre Haare, ihre Haut lernen. Die meisten wollen das gerne lernen und wissen. So, wo habt ihr euer Wissen her? Auf YouTube zum Beispiel. Okay, also, das gab es ja früher gar nicht, ne? Ja, so. Aber heutzutage, ja. Tutorials. Genau. Und dann kennt man ja irgendwelche Blogger oder so und dann guckt man sich halt die Sachen mediale an. Vernetzung, ne? Als ja. Vorteil, absolut. Ne? Das ist das, wo ihr einfach eure Inspiration schon herbekommt. Aber ja. Nicht jetzt vom Friseur oder Kosmetiker um die Ecke. Also so hört sich das jedenfalls an für mich. Ja. Nee. Aber wie macht ihr zum Beispiel eure Haare? Also ihr habt ja alle toll, alle ganz unterschiedlich. Ne? So, ist das, macht ihr das selber? Habt ihr so einen, jemanden, der da wirklich talentiert ist, das zu machen? Oder wo kriegt ihr da eure Beauty-Treatments her? Also ich würde sagen, bei uns ist es so, dass es verschiedene Frauen gibt, sage ich mal so, die sowas machen. In der Community jetzt? Genau, okay. In der Community, genau richtig. Und ich mache es bei einer Frau, die halt sehr gut ist und die halt sehr oft oder immer meine Haare macht. Okay, aber genau. Es ist ja für viele Jugendliche so gut. Vielleicht gibt es das Problem jetzt nicht mehr wirklich durch das Internet und so, das kann ja sein. Ne? Aber man würde sich ja schon wünschen, dass es das, was es für Weiße gibt, auch für Schwarze gibt. Also, ja. Dass man da ja. Gar keinen verkappten Zugang zu hat, sondern dass man jederzeit überall die Infos bekommt, dass man auch zum Friseur gehen konnte oder kann und dann weiß man Bescheid, der informiert an. Ich weiß zum Beispiel bei meiner Schwester, als sie klein war, wir kommen aus einem kleinen Ort, habe ich ja schon erzählt, da wurde dann gesagt, das ist eine Krause, die muss ab. Ja, die muss man ganz, ganz kurz scheren, anders geht das nicht. So. Gott sei Dank ist das heute schon ein bisschen anders, das hat sich schon ein bisschen verändert, heißt das. Ne? Habt ihr irgendwelche Tipps für Haare, für Leute, die jetzt zuhören? Was würdest du sagen, was ist dein Tipp? Ich habe gesehen, das ist toll, angeflochten trägst, aber auch oft Afro, hast du gesagt? Ja, also die meiste Zeit habe ich meine Haare offen und ich bin halt also natural, heißt es ja. Und das ist auch, wie Lauf schon gesagt hat, ganz viel mit, dass man halt sich Vlogger anguckt, Leute, die das machen, weil ansonsten hat man davon, kriegt man wirklich wenig mit, weil selbst hier in den Communities gibt es noch nicht, es werden immer mehr, aber es gibt noch nicht so viele, die... Die es dann so tragen, dann, ne? Genau. Ganz natürlich. Findest du, dass es auch ein Statement ist? Für mich persönlich ja schon, weil es zeigt einfach so, ich kann auch mit meinen Haaren rumlaufen, wie sie laufen, wie sie wachsen. Das passt ganz gut, wie sie laufen. Wie sie wachsen und es ist trotzdem, weil das können alle anderen auch und warum können wir es nicht? Warum müssen wir uns immer so Chemie reinhauen und alles? Es ist auch befreiend, finde ich. So. Ja, ich finde es ganz schön, dass es so unterschiedliche, sage ich mal, Ideale nebeneinander gibt. Also das ganz natürliche, geflochtene, geglättete, was auch immer, das ist irgendwie passiert nebeneinander. Ja? Das finde ich ganz schön und ich finde, das ist gerade so die Freiheit, dass man nicht nur das eine machen muss, weil man das andere nicht kann oder weiß, sondern dass man mehr Möglichkeiten hat. Ja, zu Schönheitsidealen, ne? Was würdet ihr sagen, habt ihr Schönheitsideale? Orientiert ihr euch da an dem, was in Magazinen zu sehen ist? Das ist ja oft noch sehr weiß, muss man sagen. Also wenn man sich die Vogue, die Elle, die was weiß ich durchguckt, das ist schon größtenteils weiß. So, das mischt sich schon mehr, aber wenn man auf Cover schaut, ne, das ist noch nicht so gemischt. Orientiert ihr euch an irgendwas? Habt ihr da Vorbilder, Style-Vorbilder oder ist das gar kein Thema? Also für mich ist es eigentlich kein Thema. Ich schaue mir aber dennoch die Sachen an und ich finde sie auch schön. Und
ich würde es nicht schlimm finden, wenn man sich dementsprechend stylen würde. Es hängt einfach davon ab, was du selbst möchtest. Also was dir einfach dein Herz sagt. Wenn du sagst, du möchtest dich so stylen, dann mach das. Wenn nicht, dann bleib so, wie du bist. Also ich will das jedem überlassen, wie er das gerne haben möchte. Aber es macht ja schon was mit einem. Ne? Ja, also allein, stimmt. Ich finde so die Konfrontation mit Familien wie die Kardashians zum Beispiel, ja, so, ja, die ein anderes Beauty-Ideal transportieren, ja, auf jeden Fall, als vor noch 10 Jahren oder so. Allein das, ja, das gewöhnt einen an eine bestimmte Optik, ja, weil man das ja immer wieder sieht, ja, so, und auf einmal sind große Hintern und Brüste modern und auch toll, mhm, und cool und so weiter. Aber macht das was mit euch, dass ihr das befreit, sowas eher? Oder ist das für euch ganz weit weg und berührt euch gar nicht? Für mich ist es ganz weit weg. Ich finde es auch schade, dass dieser gesellschaftliche Wandel jetzt einfach so schlimm geworden ist in Sachen Beauty, jetzt ganz krass. Dass sie übertrieben wird, meinst du, ne? Zum Beispiel Make-up ist jetzt sehr schlimm geworden. Dass sehr viele künstlich Mädels, wirkt das genau, dass da viele Mädels jetzt auch den Stars nachmachen möchten, wie die Kardashians zum Beispiel, so wie Kylie Jenner. Sehr viele vertreten jetzt auch ihren Style. Sie hat sich ja sehr viel machen lassen. Und ich finde, das prägt einen Jugendlichen, die zum Beispiel 13 Jahre alt ist, finde ich sehr. Und sie kann sich vielleicht nicht an andere Sachen klammern und sucht sich deshalb solche Ideale einfach raus. Und ich finde das... Ja, bei Idealen waren wir jetzt gerade, Schönheitsidealen. Was würdet ihr sagen, das afrikanische Schönheitsideal? Afrika ist ja riesengroß, aber das, was ihr von Afrika kennt, und das europäische, stimmen die überein oder ist das so komplett anders? Oder werden die gerade übereinander gelegt, vermischen die sich gerade? Was würdet ihr sagen? In der Mode ist es ja schon so, dass man das auch wiederfindet, afrikanische Prints teilweise. Was würdet ihr sagen? Sind die so sehr weit voneinander entfernt? Oder? Ich glaube, es gibt eins, was dominiert und eins, was so viel weiter drunter ist. Ich glaube, das europäische Schönheitsstandard, das dominiert schon ziemlich mit den Trends und die gesetzt werden und alles, und daran orientieren sich auch viele schwarze Mädchen, und wir hatten gerade auch Kylie Jenner und so weiter, und wie Britta schon gesagt hat, daran orientieren sich viele junge Mädchen, und dann haben wir auch ein ganz großes Problem in unserer Community, ist einfach Bleaching, weil die wollen immer mehr aussehen wie diese. Würdest du sagen, dass das echt Thema ist, sodass man dass man einfach heller sein möchte, ne, weil man an so einem europäischen Ideal oder Bild dran sein möchte? Ja, weil ich glaube, also bei Mädchen gerade ist das ja immer so, man muss immer lernen, sich selbst zu lieben und sich selbst zu akzeptieren. Aber ich glaube, bei uns Schwarzen, so wie ich das halt mitbekomme, das ist immer so, wir müssen so auch lernen, unsere Haut einfach zu lieben, so wie sie ist. Und ist wunderschön, das ist so, ne? Die kann man eigentlich nur toll finden, oder? Ich meine, hallo, die sieht immer frisch aus, ist immer jung, lange dann auch. Also wenn man halt so bombardiert wird mit den ganzen anderen, man sieht ja halt, es gibt manche, ein paar Schwarze so im Fernsehen und in mir, aber halt nicht so viele. Und also würdest du sagen, da fehlen Vorbilder, ja, da fehlen Leute auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die schwarz sind, die eben genauso aussehen wie ich oder wie du oder wie du oder wie du, und die dann Politiker, was weiß ich, sind, Dinge machen, die man im Moment vielleicht noch gar nicht so damit verbindet. Ne? Im Moment ist es ja doch schon eher so, die Leute, die bekannt sind, die schwarz sind, das sind in Deutschland wenige, ja. Gibt es, natürlich gibt es die, klar, aber oft sind es dann doch eher, ja, was machen die denn? Fußballer, Hip-Hopper? Ja, Fernsehen, halt so eher so Entertainment. Genau. So, und ja, da wird es einfach Zeit, dass das auch sichtbar ist, ne? Ja. Dass es da an ganz unterschiedlichen Stellen Leute gibt. Also ich würde sagen, da muss ich noch eine Menge tun. Du willst ja in die Medien. Ja. Also die Leute sitzen in den Startlöchern, das sieht man ja. Ich weiß, ihr allesamt orientiert euch anderweitig. Also ihr orientiert euch gar nicht so nach dem, was so in der Popkultur en vogue ist. Ja? Bei den Kardashians waren wir gerade. Sondern ihr seid in eine andere Richtung ausgerichtet. Was ist das? Ich habe das vorhin schon kurz im Gespräch mitbekommen. Was würdet ihr sagen? Was ist so eure Inspirationsquelle? Oder wo holt ihr euch eure Energie her? Was ist die wichtigste Quelle für euch?
Ja, also ich finde, das mit den Kardashians finde ich gar nicht so schlimm eigentlich, weil ich meine, früher war das Schönheitsideal, dass man sehr dünn ist und Kim Kardashian hat ja einen riesen Hintern und Brüste und alles. Und das ist ja eigentlich das Schönheitsideal von den Afrikanern. Genau. Und das heißt, wenn man halt so eine Figur hat, dass man dann halt, weiß ich nicht, also heutzutage ist das toll. Ja, genau. Und cool belegt und modern belegt. Ja. Das, was ein Vorteil ist, ist natürlich, dass auf einmal ganz viel nebeneinander existiert. Ja. Das habe ich jedenfalls beobachtet, ja, dass man sagen kann, okay, es gibt das, es gibt das, es gibt das und das, für all das gibt es erstmal Klamotten, für all das gibt es auch, vielleicht nicht in Deutschland, aber auch Vorbilder oder Bilder, ne, wie das aussehen könnte. Also von da, das ist die gute Seite, aber ihr seid, was ich eben meinte, ist, ihr seid grundsätzlich, ihr alle drei, das habe ich vorhin schon mitbekommen, einfach nicht oberflächlich orientiert. Also das ist wichtig, klar, Mode interessiert uns alle, aber ihr habt einfach auch andere Themen, ne, die ja, Basis sind für euch. Also für mich ist das auf jeden Fall Musik. Ich war lange Zeit in einem Chor, ich singe sehr gern und ich spiele auch Gitarre. Hättest du halt mitsingen können? Mann! So, verdammt, ja, hätte ich so das gewusst. Eher für mich selbst, weil das beruhigt mich einfach. Ich weiß einfach, wenn ich so nach Hause komme und es war stressig, ich nehme meine Gitarre und klimper so für mich selbst. Also ich meine, hallo? So. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst. Das okay, nächstes halt ganz Mal. Ganz viel gerade. Und genau, und halt auch die Religion und Gemeinschaft, die ich habe, wenn ich in die Kirche gehe. Also du gehst regelmäßig in eine Gemeinde oder in die Kirche, das machst du? Genau. Das ist so. Wie ist es bei euch? Ist das auch, der Glaube, ist der wichtig? Oder der christliche Glaube ist es ja bei euch allen, ne? Das habe ich so mitbekommen. Ist schon ein wichtiger Teil oder ist Basis bei euch? Wie würdet ihr das sagen? Ist Basis eigentlich schon. Ich bin christlich auch erzogen worden und ich... Am Anfang mochte ich das ja überhaupt nicht. Wer mag das dann schon als Kind, jeden Sonntag dann irgendwie in die Kirche zu müssen? Aber irgendwann hat man halt gemerkt, so, dass es einen so Hoffnung gibt, halt, wenn es einem schlecht geht und so. Und ja, also das ist auf jeden Fall wichtig. Glaube trägt natürlich durch alles. Ja, also ich könnte mir kein Leben ohne Glaube vorstellen. Das sagt ihr ja alle, ne? Das war so überraschend für mich, dass ihr alle sagt, ja, wir gehen alle sonntags in die Kirche. Ihr seid ja alle recht jung, also 20, ne? Ein Alter, so eine Altersgruppe. War das durchweg so oder musstet ihr den Glauben, gerade wenn du sagst, du bist so aufgewachsen, bist du auch christlich erzogen, du wahrscheinlich auch. Das ist ja doch oft in den Communities dann doch auch noch so, muss man sagen. Würdet ihr denn sagen, der Glaube, der war immer da oder musstet ihr euren eigenen Glauben auch noch mal finden? Also es ist ja wirklich so, dann, man übernimmt einiges, klar, man wächst damit auf, aber die Frage ist, ist es nur angelernt oder ist es irgendwann noch mal selbst entschieden? Wie war das, wie ist es bei euch gewesen? Ich habe mich später noch mal dafür selbst entschieden, habe mich dann auch noch mal taufen lassen und dann wollte ich halt auch wirklich mein Leben so mit Gott gehen, weil am Anfang war das halt überhaupt nicht so und dann habe ich halt gelernt, ja okay, du musst das halt selber wollen, wenn du es halt nicht möchtest, dann lässt du das halt, weil das bringt ja auch nichts, wenn ich dann jeden Sonntag in die Kirche gehe und da sitze und denke, zwingst, ja, die schönen Lieder sind. Genau. Ja, also ich habe so viel selber gelernt. Es ist eine Herzenssache, also ich finde allgemein, Glauben kann man nicht, also das sollte man nicht anlernen, sondern sollte vom Herzen halt sagen, okay, ich glaube daran und ich gebe mein Leben hin für Gott. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil du ja auch dadurch einfach alles von dir gibst, deine Identität und dich halt so eine Beziehung mit Gott aufbaust. Und deswegen ist es selbst sehr wichtig, dass du einfach selbst für dich entscheidest, okay, Gott, ich möchte mit dir mein Leben quasi verbringen. So. Was heißt das denn für eure Zukunft? Ihr seid ja jetzt wirklich, das habe ich vorhin ja schon gesagt, an so einem Punkt, da startet ihr ins Leben. Die Schule ist beendet, ihr habt alle euer Abi geschafft, das ist schon mal richtig toll. Ne? Könnt ihr auch mal an den Bildschirmen applaudieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach heutzutage. Also beste Voraussetzung, hier ins Leben zu starten, auch beruflich dann. Was bedeutet das denn, wenn ihr sagt, ja, ich möchte mit Gott leben, ich möchte mit Gott meinen Weg gehen. Wie sieht das denn konkret bei euch aus? Also wenn man jetzt eine Zukunftsperspektive sieht, was bedeutet das ganz genau für euch? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich würde sagen, akzeptieren, wenn man mal scheitert, dass man sagt, ja, Gott hat einen Plan für mich und es ist halt nicht schlimm, wenn ich
also dass das jetzt nicht geklappt hat, dann sollte das auch nicht sein. Und ja, dass man halt Hoffnung hat, dass aus also einem... Ihr seid vertrauensvoll wird, ja. Dann grundsätzlich, dass, genau. Es, dass es schon gut wird am ja. Ende. Mhm. So, was ich auch, also was für mich auch der Glaube bedeutet, ist, ich spreche immer die ganz harten Themen, aber ich finde halt auch zum Beispiel halt Diskriminierung von Homosexuellen finde ich zum Beispiel auch gar nicht in Ordnung. Das ist halt in unserer Community hier. Jetzt also besonders bei uns Schwarzen immer so eine Sache und für mich würdest ist halt... Würdest du das sagen? Also ich weiß davon, das also, weiß ich zum Beispiel so nicht, aber du würdest es sagen, gibt das gar ist kein, immer so... Ein ich sag mal, dass, es gibt gar keinen Dialog darüber, mhm. Es gibt es einfach nicht so. Aber nicht es, genau. Aber für mich ist das halt so, ich habe viele schwule und lesbische Freunde und für mich ist das einfach normal, dass ich auch glauben kann, aber trotzdem die einfach als... Sie einfach annimmst, als, genau, genau ganz, als ganz Persönlichkeiten, als Freunde und... Ja. Aber dann, das sind ja schon so Dinge... die du da ansprichst, die müssten ja auch angeschoben werden. Ja. Also traust du dir das zu, sowas in der Community anzuschieben oder ist das viel zu groß und viel zu schwierig? Das ist, also es muss ja irgendwo angefangen werden und ich bin auf jeden Fall bereit, also nicht alleine, aber ich bin auf jeden Fall bereit, auch dafür einzustehen, weil es ist halt, es muss viel Aufklärung geleistet werden. Also es fängt bei mir und meinen Eltern an, dass ich einfach mal mit denen darüber rede und es ist ja auch ganz viel mit Erziehung und so weiter und ja. Aber was würdest du sagen, woher kommt das denn? Ist es, kommt es dann zum Beispiel noch aus dem ursprünglichen Land, dass da so eine Diskriminierung stattfindet? Ist es das? Oder ist es das, dass man das einfach nicht gewohnt ist, darüber also, zu sprechen? Das ist beides so. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber zum Beispiel denken halt viele Schwarze auch, dass es bei uns gar keine Schwulen oder Lesben gibt, so, weil das ist so ein Problem, was haben noch weiß oder sowas. Und hast du solche Gespräche schon geführt? Ja, ja doch. Okay. Also, aber das ist halt total falsch. Die trauen sich einfach nicht, weil du bist sofort raus, wenn du was sagst. Und deshalb, ich finde halt wichtig, dass man irgendwie irgendwann anfängt, darüber zu reden. Und ich finde, so wir sind jetzt auch eher offener als unsere Eltern. Seid die nächste Generation, genau. Ne? Ihr seid ja die zweite Generation hier. Wir haben auch ganz viel Verantwortung, genau. Was das angeht, dass wir einfach zeigen, dass es nicht okay ist. Ihr habt auch nicht diese soziale Verhaftung, sage ich mal, in dem Heimatland der Eltern in der Form. Ne? Und das ist ja, ihr habt dann doch einen anders zusammengesetzten Hintergrund, muss man sagen. Und ich glaube, dass diese Generation einfach die Möglichkeit hat, ganz andere Sachen in die Communities zu integrieren. Ja, ihr seid ja die kommende oder die zukünftige Community dann auch, wenn ihr das wollt. Ja, so, das sind ja ganz andere Leute, die dann wieder zusammenkommen. Also nicht, dass die jetzige schlecht ist, aber die ist nochmal traditionell anders verhaftet, das auf jeden Fall. Ne? Ja, wir haben ja so ein bisschen über den Wandel schon gesprochen, dass sich ja, Ideale wandeln, das hatten wir schon an dem Kardashian-Beispiel schon heute ganz, ganz oft. Ja. Wir wissen aber auch, Deutschland wird sich wandeln. Also im Moment passiert ja unglaublich viel. Migration, die Flüchtlingsthematik, Problematik ist ganz oben das oberste Thema, das Top-Thema. Seht ihr euch in der zweiten Generation in einer besonderen Verantwortung jetzt was zu machen und anzupacken? Ich meine, immerhin haben wir, ja, ich muss mich da auch einschließen, emotional doch einen anderen Reichtum, von dem wir schöpfen können. Man kennt sowas wie Diskriminierung, man weiß, wie das funktioniert, man weiß, was da mit einem passiert, man kennt bestimmte Themen, mit denen Leute, die unseren Hintergrund gar nicht haben, gar nicht konfrontiert sind. Hat man da noch eine andere Verantwortung, wirklich bestimmte Positionen zu besetzen? Oder treibt euch das voran? Ist euch das bewusst? Also ja, es ist uns sehr bewusst, weil ja. Also man sieht es ja auch, man macht den Fernseher an und alles, was man hört, ist also das Wort des Flüchtlings. Und ich habe natürlich so eine ganz andere Beziehung dazu, weil mein Vater ist hier als Flüchtling, als politischer Flüchtling hergekommen und hat uns dann nachgeholt. Und man sieht halt, wenn man so Bilder sieht, wie die Leute echt alles geben, um herzukommen. Und es wird denen so erschwert und alles, was sie bekommen, ist Ablehnung. Und es gibt halt viel, man muss aufklären, weil man spricht immer davon, ja, es sind hier wieder 5 Millionen Flüchtlinge, aber was sind das für Menschen, wo kommen die her, warum fliehen die irgendwie?
Warum haben Flüchtlinge Smartphones, wenn ich solche Sachen höre? Dann aber seid ihr denn im Dialog mit Leuten, die das jetzt nicht verstehen? Passiert das so im Alltag oder sagt dann lieber, nee, Abstand und da mische ich mich gar nicht weiter ein? Also ich bin gerne in Dialog mit Menschen, wenn die offen sind, darüber zu reden. Ja. Aber es gibt ja viele, die sagen nichts und dann setzen sich an Keyboard, also an Tastatur und schreiben lieber irgendwo in welche Foren und sowas. Aber es ist halt schwer. Wie kommt man an solche Leute ran? Irgendwie? Naja, ihr seid gerade mittendrin. Ihr seid gerade dabei, eure Meinung zu vertreten.